Hast du noch Kupferstufen? Dann würde ich sagen, mache ich nämlich noch das Kupferdach an sich fertig. Dann kann das vor sich hin rosten. Das rostet nicht. Ja, oxidieren. Aber eigentlich ist der Vorgang von Rosten oxidieren. Nein. Kupfer und Silber oxidieren. Die bilden dabei eine Schutzschicht, die sich Platina nennt. Und das ist, was wir eben als Türkis oder Schwarz kennen. Das ist aber für das Metall basically eine Schutzschicht. Rost ist kein Schutz. Rost greift das Metall an. Großer Unterschied. Nein. Doch. Chemisch gesehen wird Eisen unter Lufteinfluss zu Eisenoxid und Kupfer unter Lufteinfluss zu Kupferoxid. Also im Prinzip und ist Rosten und Oxidieren in dem Fall. Schädigt Rost das Metall und eine Platina nicht. Patina. Ups. Na. Mach ich den Giebel auch noch in Kupfer? Ja. Okay. Kasumi? Ja. Bis wohin kann ich mit dem Kupfer? Deswegen arbeite ich ja gerade hier an dem Dach. Rein theoretisch bis da ist dann die nächste. Bis hier ist das. Bis da ist das. Und wieder zurück. Sein, dass diese Dächer einfach exakt gleich hoch sind. Fast exakt gleich hoch sind. Fast. Rein theoretisch sollte das mittlere Dach so ein Block höher sein. Vielleicht zwei. Server Connection lost.
Nice. Das klingt nach einem Zeichen. Fast. Einmal verbinden und feststellen, man kommt nicht drauf, eventuell. Ja, jetzt bin ich drauf. Oh. So. Auf der anderen Seite kannst du theoretisch schon mal mit den Stufen anfangen und das kopieren, was du auf der Seite gemacht hast? Nein, kann ich nicht. Okay. Da steht keine Wand. Oh. Ich hatte gesagt, hier kommt ein Balken hin, ne? Beziehungsweise, falls du diese Seite meinst, die habe ich schon gemacht. Ja, der Querbalken fehlt zwar noch, aber das ist okay, das kann man ja nachträglich noch ändern. Eben. Der hier. Das sieht noch nicht mal so übel aus. Ah, den Mist kann ich ja gar nicht verkraften. Hm? Wie doof. Auch ein O. Oh. Oh, ich glaube, ich bin zu hoch. Thank you.
Da ist ein Zombie im Haus. Ich bin gerade nicht bei dir. Alles gut. Ich habe gerade nicht vor, ihm Gesellschaft zu leisten. Unten ist eine Spinne. Ich mach sie weg. Mehrere Spinnen. Wo ist sie? Okay. Stirb. Beide tot. Baby Zombie. Ich bin tot. Ups. Alles gut. Wo bist du denn gestorben? Auf dem Dach. Also im Heuboden. Oh! Ich glaube, ich darf mir bald mal neue Klamotten holen. In meiner Gelddruckerei. Hi. Ja, genau. Das war ein Leck. Au. Ich bin schlau. Wissen wir doch alle. Okay. Was hast du diesmal angestellt? Ich bin aufs Dach rübergesprungen und auf der anderen Seite wieder runter. Ja, das war dumm. Ja, passiert, ne? Eigentlich möchte ich da hinten nur wieder hoch, wie ich es bisher schon ein paar Mal gemacht habe.
Wie weit lassen wir das Kupferdach über den Holzbalken drüber? 2 Treppenstufen? Hm? Oh. Das Kupferdach. Nicht, was du meinst. Ja. Dann noch eine dran und dann noch eine hier drunter. Aber wir machen das dann hier so, dass das Kupferdach nicht in das Holzdach übergeht, sondern das Holzdach einfach unter dem Kupferdach weiter. Genau. So. Und da würde ich dann einen Kupferblock reinsetzen, vielleicht. Beziehungsweise ließ der vielleicht einfach umdrehen. Oder meinst du die Option, da jetzt ein Kopf ist, der rein au zu setzen, wäre besser? Ich komme mal wieder hoch. Von außen auf jeden Fall. Okay. Innen muss es noch nicht schön aussehen, da machen wir im Zweifelsfalle noch Holz drunter. Oder verkehrt rumgedrehte Stufen. Ich schaff's aber gerade nicht wieder aufs Dach hochzukommen, glaube ich. So. Das sieht gut aus. Das ist ein Zeichen, das nehme ich auch gerne an. Dann gehen wir mal hier vorne auf das Dach. Oder möchtest du dieses Loch da noch zumachen? Wir machen dieses Loch hier noch zu. Das ist okay so. Das sieht auch schon okay aus. Ich denke mal, das Dach wird, wenn es dann oxidiert ist, noch nicht mal so schlecht aussehen, oder? Was wird sich dann zeigen? Okay. Hätte ich aktuell noch nicht einschätzen. Dann würde ich wahrscheinlich genau das Gleiche, was du gerade denkst, sagen. Für diese Aufnahme soll es das mal wieder gewesen sein. Beim nächsten Mal bauen wir dann das Dach weiter. Ich futter gerade noch die letzten paar Brote oder das letzte Brot, damit ich mich wieder hochheile. Und würde sagen, danke fürs Zuschauen.
bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.